Bowser, du bist mit diesen Blob-Fischen schon fertig. Was passiert denn jetzt? Bla, Blob. Was ist hier los? Kapitel 3-2. Blubber Ahoi! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Paper Mario mit Bowser neu im Team. Geht es jetzt durch das Kachelmeer? Und ich muss sagen, es sieht irgendwie ganz nett aus. Doch uns wurde schon der Tipp gegeben, dass wir hier aufpassen müssen. Wisst ihr noch, in der letzten Folge, ganz am Anfang, da haben wir einen Pixel im Busch getroffen. Und dieses Pixel meinte, dass wir sehr vorsichtig sein müssen. Und warum? Weil es hier im Pixelmeer irgendwo ein großes Seeungeheuer geben soll. Na, ob das wirklich der Fall ist? Und wenn ja, werden wir gegen dieses Seeungeheuer ankommen können? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber wir müssen es auf alle Fälle mal ausprobieren. Und ich merke ja auch, Bowser zu steuern ist gar nicht mal so einfach, da er ein sehr, sehr großer Kerl ist und gar nicht so wendig wie zum Beispiel Mario. Hey, 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 Moment mal! Ich möchte die ganzen Blumen nicht verpassen. Naja, halb so wild. So, schön mit dem Blubbers hier werfen. Jetzt sollten wir da vielleicht mal runter. Hier gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Geheimnisse zu entdecken. So, Vorsicht, da ist ein grüner Cheep Cheep. Den nehmen wir mal vorsichtshalber mit. Man weiß nie, aua, was man mit so einem Cheep Cheep alles anstellen kann. So, ich muss sagen, vielleicht wäre Plato ein besserer Charakter. Ja, wobei nicht an dieser Stelle. Dann würde ich sagen, Feuer! Mit etwas Feuer können wir zumindest unter Wasser sehr gut angreifen. So, nehmen wir doch lieber mal wieder Wurfowitz nach vorne. Also Achtung, Cheep Cheeps haben eigentlich keine Chance gegen uns. Auchi Babauchi. Hey, das war fies. Wir müssen auch darauf achten, dass wenn wir ein Cheep Cheep tragen, wir dann nicht in dem Moment schwimmen können. Aha, okay. Dimensionswechsel, das hat sich wieder gelohnt. Und dann, Mario, mein lieber Freund, ich würde sagen, wir tauchen jetzt ab, oder? So, und los geht's. Wir sind abgetaucht. Tschüssi. Und da sind wir auch schon wieder. Ein neuer Bereich. Oh, da ist ein Strudel. Achtung. Oh, und große Tentakel. Ob das wohl das Tentakelmonster war? Dieses Seeungeheuer? Na, ich weiß ja nicht. Wir sollten aber auf jeden Fall aufpassen. Denn eine falsche Bewegung und uns geht es an den Kragen. Oh, Achtung, Goomba, Goomba, Goomba. Ich müsste eigentlich mal schauen, ob ich... Ja, so ist besser. So komme ich nämlich an diesen ganzen Goombas vorbei. Und wo zum Henker sind wir denn hier? Oh, ich sehe schon noch mehr Blubbers. Oh, oh, Achtung, Achtung. So, ja, geschafft. Eine Tintenfischsuppe, also Tintensaft stand da. Okay, warum eigentlich nicht? Sowas kann ja auch immer ganz nett sein. Eieieiei. Vorsicht, Vorsicht. Hier ist wieder auch viel los. So, Feuermarsch. Eieiei, wow, 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 wow. Wieder sind da einige Cheep Cheeps unterwegs. So, puh. Das ging gerade noch mal gut. Oh, was passiert jetzt? Oh, eine große Kiste. Was kann wohl da drin sein? Hey, falls du es noch nicht gehört hast. Meine Meinung hat in dieser Region Gewicht. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob du das passende Gewicht für mich hast. Dann sehen wir uns mal dein Gesicht an. Struppige Augenbrauen? Dafür gibt es nur 50 Punkte. Und jetzt bewerten wir deine Klamotten. Ein riesiger Stachelpanzer. Na, wenn das nichts ist, das gibt 100 Punkte.
Lass dich mal ansehen. Zeit, einen genaueren Blick auf den Rest von dir zu werfen. Schlägt man im Wörterbuch unter Umfang nach, findet man dein Bild. Du bist ein richtiges Superschwergewicht. 10.000 Punkte. Das von dir an den Tag gelegte Gewicht haut mich um. Da gibt es keine zweite Meinung. Umfang und Gewicht stimmen. Jeder Doofi, der sich dir in den Weg stellt, wird einfach platt gemacht. Ich liebe es, die Leichtgewichte zu zertrümmern und zu zerquetschen. So erreicht man etwas. Und ich will dabei sein. Okay, alles klar. Dann willkommen im Team. Das den Boden erschütternde Pixel Stampfo hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Jetzt kannst du von oben herab mächtige Angriffe starten. Du kannst diese Fähigkeit sogar unter Wasser verwenden. Mit unser beider Umfang stoppt uns so schnell niemand. Zuerst müssen wir aber diesen Raum verlassen. Ich kann dir dabei helfen. Okay, Hauptsache wir kommen hier irgendwie raus. Und ich glaube mit meinem Pixel, genau, kann ich genau solche Stampfattacken einsetzen. Und zack, kommen wir hier auch schon wieder raus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich muss sagen, sehr, sehr praktisch. Das ist unser neuer Freund Stampfo. So Stampfo, dann wollen wir hier mal so schnell es geht rauskommen, um zu erfahren, wo es für uns weitergeht. Oh, lecker. Powerpasta. Heilt 5 KP und Vergiftung. Ja, auch manchmal, auch Goombas haben manchmal so lustige Sachen dabei. Eine Powerpasta. Also jetzt mal ehrlich, das kann doch nur lecker sein. So, vorsichtig. Jetzt geht's wieder ins Wasser und Achtung, uiuiuiuiuiui. Weg hier. Ah! So. Wir schwimmen schön weiter, ganz vorsichtig. So, uiuiui, wow, 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 wow. So, puh. Gerade nochmal gut gegangen. Und das scheint ein Hinweis zu sein. An der Wand sind Zeichen zu erkennen, von links nach rechts. Oben, unten, unten. Oben, unten, unten, oben, unten, oben. So sieht es zumindest auf diesem Bild aus. Also das erste ist oben, dann 2 runter, 1 oben, 1 runter, 1 oben. Das müssen wir uns einfach merken, das ist gar nicht mal so schwer. Gut. Dann müssen wir jetzt wohl erst einmal wieder zurück. Schwimmen hier ganz vorsichtig weiter. Achtung. Hier sind natürlich auch wieder fiese Gegner unterwegs. Und Wasserstrudel. Also, es ist nicht ohne. So, jetzt aber schnell hier durch. Und dann geht's weiter. Puh. Sehr gut. Hier, und jetzt kommt hier dieses große Rätsel auch schon. Schaut mal. Runter. Und hier war nur 1 oben. Und das war, upsala, das in der Mitte. Ich meine, so, genau. Das war unten. Und zack, kommt da die Tür hoch. Sehr gut. Wir können also wieder weiter. So. Uiui, was ist das denn hier für ein Bereich? Uiuiui, Fische, Fische, Fische. Und das scheinen sehr, sehr starke und fiese Fische zu sein. Da müssen wir auch gut aufpassen. So. Klasse. Uiuiuiui. Okay. Jetzt komme ich zumindest ein bisschen voran. Noch mehr von diesen großen Fischen. Also, das ist doch verrückt. Na gut. Bowser, du wirst mit diesen... Oh, blub. Fischen schon fertig? Was passiert denn jetzt? Bla, blub. Was ist hier los? Wer ist da, hä? Ich bin König Bowser und ich habe keine Angst. Wow, 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 wow. Oh, oh. Ist das etwa das Seeungeheuer, von dem gesprochen wurde? Oh nein. Das sind die riesigen Tentakeln. Und da scheint der Kopf zu sein, oder?
Hallo, riesiges Monster. Wir haben keine Angst, wir wollten nur kurz hier durch. Hey, wie wäre es mit einem Tentakel-Sandwich? Oh nee, also ich möchte nicht als Sandwich enden. Okay, Achtung. Was haben wir von dem Pixel gelernt? Wie war das noch gleich? Irgendwie muss es doch so sein, dass es die Möglichkeit gibt, die roten Tentakel anzugreifen. Das müssten eigentlich die Schwachstellen sein. Okay. Wir müssen es einfach mal versuchen. So, und da ist eine rote Tentakel. So, jetzt aber Feuer frei. Blub, 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 blub. Aua. Nein, nicht dort. Bitte. Überall. Nur nicht dort. Aua, 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 aua. Ha. Da siehst du mal. Denkst du etwa, du kannst mich stoppen? Na, warte. Ich hab noch mehr auf dem Kasten. Das will ich sehen, mein Lieber. So. Vorsichtig. Eieieiei. Echt nicht einfach. Okay, wir müssen auf jeden Fall wieder auf die rote Tentakel warten. Alles andere bringt uns an dieser Stelle leider nichts. Aber da ist sie. Und Feuer frei. Aua. Och, Menno. Aua. Okay. Jetzt kommt hier ein blauer Tentakel heraus. Und die Tentakel sind ziemlich gefährlich. Eine blaue Tentakel ist zwar ganz nett, aber wo ist die rote Tentakel? So, komm, zeig mir schon deinen Greifarm. Rot ist deine Schwachstelle, das haben wir mittlerweile gelernt. So, Feuer frei! Blub! Blub, 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 aua! Aua! Puh, endlich haben wir das große Ungeheuer verscheucht. Und jetzt können wir weiter. Und es geht durch die Röhre. Ab durch die Röhre und schön raus. Oh, endlich sind wir raus aus dem Wasserbereich. Und da ist der nächste Stern. Perfekt. Wir haben ihn uns geschnappt. Ende des Kapitels. Gut gemacht. Die Helden hatten den Mega-Blubber besiegt und das Meer durchschwommen. Dem Meer entstiegen, sahen sie bereits die Silhouette von Fort Conrad. Mit leiser Stimme sagte Prinzessin Peach, es wird bereits dunkel. Als sie jedoch nach oben blickten, sahen sie, dass sie sich im Schatten eines riesigen Baumes befanden. Mario, mit dem Gefühl, den Weg zu wissen, marschierte direkt auf den Baum zu.